Videos downloaden von Facebook oder diversen Videoplattformen wie zum Beispiel YouTube oder Vimeo, ist am Mac ganz simpel. Im ersten Schritt zeige ich dir, wie du das Video auf deinem Mac auf deine Festplatte downloadest. Und im zweiten Schritt zeige ich dir, wie du am einfachsten und am schnellsten dieses Video auf dein Handy bekommst und es dort dann natürlich weitersenden kannst, zum Beispiel über WhatsApp. Also schießen wir los. Nun gut, Schritt 1. Zuerst brauchen wir mal die kostenlose Software ClipGrab. Es ist die einfachste und unkomplizierteste Software für den Mac. Ich habe es hier natürlich schon heruntergeladen. ClipGrab heißt das Programm. Einfach hier bei Google mal ClipGrab Download eingeben und das erste Ergebnis ist schon die deutsche Seite clipgrab.de. Hier die neueste Version 3.6.8 für macOS einfach kostenlos runterladen, installieren wie gehabt und dann jetzt hier mal das Programm öffnen. Jetzt ist es am anderen Bildschirm, ich ziehe es mal runter. So. Das ist eigentlich selbsterklärend. Um ein Video herunterzuladen, musst du den Videolink in das Eingabefeld hier einfügen. Okay, ich habe hier schon mal Facebook geöffnet, mein eigenes Profil. Ich möchte jetzt hier kein fremdes Video nehmen, deswegen nehme ich jetzt eines meiner eigenen Videos, zum Beispiel das hier. Ich klicke einfach auf das Video drauf. Okay, pausiere ich es mal und kopiere mir hier oben einfach den Videolink mit C, also Command C. Für kopieren, ClipGrab öffnen und hier wird der Link schon automatisch eingefügt und hier oben sehe ich auch schon den Videotitel. Sollte ClipGrab nach einem Login bei Facebook hier im Programm fragen, einfach Facebook mal schließen. Der Link ist ja in der Zwischenablage kopiert und nochmal probieren einfügen, solange bis nicht mehr nach dem Login gefragt wird. Kommt ab und zu vor, ist aber nicht immer der Fall. Kann man einfach umgehen, indem man Facebook schließt und den Link nochmal einfügt. Das Problem tritt allerdings nur auf, wenn man die Videos von Facebook downloadet. Warum auch immer, leider. Vielleicht gibt es mal ein Update, wo das hier verbessert wird. Gut, Format lassen wir natürlich auf Original, Qualität ebenfalls auf HD, dann auf dieses Video herunterladen. Den Zielordner auswählen, in meinem Fall wird es Download sein, sichern und der Download beginnt hier automatisch und rechts im Balken sieht man den Fortschritt. Weitere Möglichkeiten sind noch die Suchmaschine, direkt in ClipGrab, hier wird nach Videos bei YouTube gesucht. Unter den Einstellungen lässt sich der Zielordner auswählen, nachdem man dann aber sowieso gefragt wird und diesen noch ändern kann. Und ja, alle anderen Reiter sind hier eigentlich eh selbsterklärend und könnte man sich, wenn man Lust hat, mal durchschauen. Gut, das Ganze ist jetzt passiert und im Finder unter meinen Downloads sieht man hier, ist das Video bereits vorhanden und lässt sich normal abspielen. Okay, dasselbe funktioniert natürlich auch mit YouTube. Hier einfach von dem gewünschten Video wieder die Linkadresse kopieren und hier sieht man schon, wird es automatisch ins Eingabefeld eingefügt, den Titel dazu und wieder dasselbe Prozedere. So, jetzt haben wir das Video am Mac. Jetzt müssen wir es nur so schnell wie möglich auf das Smartphone bekommen. Das geht am einfachsten mit AirDrop, läuft über WLAN. So, das Smartphone ist mit dem Mac über WLAN verbunden. Ich wähle hier einfach mein Video an. Voraussetzung ist natürlich, dass ihr auch ein iPhone besitzt. Das iPhone sollte entsperrt sein. Hier klicke ich rechts auf den Videotitel, Teilen und AirDrop. Jetzt wird das Gerät gesucht und hier einfach das gewünschte Gerät anklicken. Und schon läuft die Datenübertragung auf mein Handy. Wenn ich das Ganze dann am Handy habe, kann ich es zum Beispiel bei WhatsApp und anderen Messengern
teilen bzw. weiterschicken. Ich hoffe, es war hilfreich und verständlich für euch. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr diese natürlich gerne in den Kommentaren stellen und würde mich freuen, wenn du beim nächsten Video wieder einschaltest. Bis bald!